wir als Kölner Stadtanzeiger lieben diese Stadt natürlich auch. Ja? Wir setzen uns sehr viel dafür ein, journalistisch, indem wir mit Recherchen Missstände aufdecken oder eben auf tolle, innovative Projekte hinweisen. Und also es ist schon unser Anspruch, dass wir diese Stadt auch zu einer besseren entwickeln. Und da haben wir halt die großen Gemeinsamkeiten gesehen. Und ja, dass die Leserinnen und Leser jetzt auch in diese Aktion eingebunden werden, ne? Indem sie diesen Schriftzug, also diesen Imperativ sozusagen als Poster mit nach Hause nehmen können, das fanden wir genauso toll wie die Tatsache, dass wir als Kölner Stadtanzeiger Teil eines Kunstprojekts auf der Art Cologne werden und da sozusagen gemeinsam mit dem ja dekonstruierten Schriftzug dann eine Einheit bilden. Wir sind aus meiner Sicht deutlich mehr als nur Nachrichtentransporteur. Also wir beim Kölner Stadtanzeiger verstehen uns schon auch als eine Plattform, wenn wir im architektonischen Bereich bleiben, oder auch ein Stück weit als Agenda-Setter. Also es geht für uns nicht nur darum, wie gesagt, eins zu eins nachrichtliche Angebote zu machen, das tun wir auch, aber die Erwartungshaltung der Leserinnen und Leser ist auch eindeutig die, dass wir Dinge einordnen. Und das kommt auch immer wieder zu uns, dass die Leser draußen sagen, jetzt tut doch mal was, also jetzt gibt es diesen Missstand, jetzt sorgt doch dafür, dass sich das ändert. Und das versuchen wir auch unter dem Ansatz konstruktiver Journalismus zu tun. Also das ist etwas, was mir ganz sehr persönlich auch am Herzen liegt, dass wir dieses Thema Constructive Journalism betreiben. Es geht nicht nur darum, immer nur draufzuhauen und zu sagen, was nicht geht, sondern wir müssen auch Lösungswege aufzeigen. Wir müssen die anderen Akteure hier in der Stadt dazu bewegen, eben auch vielleicht mal eine andere Perspektive auf Themen einzunehmen. Und das ist so unser Grundverständnis. Sinn und Zweck dieser Ausgabe ist ja auch eine Debatte darüber anzustoßen, wem diese Stadt eigentlich gehört, wie Prozesse transparenter gestaltet werden können, wie man öffentliche Räume lebbarer macht. Da gibt es ja sicherlich sehr unterschiedliche Meinungen in der Gesellschaft und da gehe ich schon davon aus, dass uns der ein oder andere Leserbrief oder auch die E-Mail zum Thema erreichen wird. Und, aber auf diese kontroverse Diskussion sind wir auch eingestellt und das wollen wir ja auch. Ich bin seit 28 Jahren hier im Betrieb. Vorher haben hier meine Eltern gearbeitet, deswegen verbindet im Grunde genommen uns das Ganze. Und wenn wir die Zeitung am Wochenende aus dem Kasten rausholen, aus dem Briefkasten rausholen, dann bedeutet das für mich einfach Ruhe. Zeitung ist für mich Farbe, Geruch, Haptik, Papier, ein mit Herz und schwerer Technik hergestelltes Produkt. Zeitung machen bedeutet für mich, in einem großartigen Team die Demokratie zu stärken und die Meinungsvielfalt zu fördern. Dieses künstlerische Projekt ist aus meiner Sicht ein besonderer Impuls, den wir in die Stadt hineinsetzen und es ist ein Experiment. Ich bin mir sehr sicher, dass wir da auf ein breites Echo stoßen werden. Die allermeisten werden sich freuen, denn der Liebe deine Stadt-Schriftzug ist ja auch allen Kölnerinnen und Kölnern bekannt. Und ich denke, die Kommentare und Gastbeiträge dürfen ruhig auch kontrovers diskutiert werden, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktionen.